Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu meinem, ja, nächsten Let's Play-Projekt, und zwar Resident Evil Code Veronica X. Jawohl, Freunde, es ist tatsächlich soweit. Es geht los mit Resident Evil und Resident Evil 4, weil wir haben ja letzte Woche tatsächlich Resident Evil 3 zu Ende gespielt. Und ja, jetzt hoffe ich, dass das Spiel ohne Lags läuft. Weil ich das ist tatsächlich PlayStation 2 Spiel, wie ihr es unten seht, kennt Capcom auch, 2000-2001. Und ja, bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier laufen wird. Optionen. Ich habe mir jetzt gerade schon aufgefallen, dass der Sound ein bisschen laut ist, aber ist okay. Steuerung. Okay, Angriff. Okay, das heißt aber auch, das war hier. Lass ich einfach mal so. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ist jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Und wir sehen hier tatsächlich Claire Redfield und Chris Redfield im Vordergrund. Und im Hintergrund, na, mit der Sonnenbrille. Den kennen wir doch irgendwo her, ne? Ganz genau, Freunde, weil wir haben ja bei Ende von Teil 3 hat ja Jill gesagt, dass Umbrella es zu weit getrieben hat, als sie Raccoon City platt gemacht haben. Und es geht jetzt quasi danach weiter. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal ein neues Spiel. Resident Evil. Genau, Freunde, Resident Evil. Viel Spaß. Teil Code Veronica. The American Midwestern town, Raccoon City, has been completely decimated due to the T-virus outbreak that was instigated by the international corporation Umbrella. Claire Redfield, who arrived in Raccoon City to search for her lost brother Chris, and a rookie police officer, Leon S. Kennedy, managed to escape from the city. But their ordeal was only a prelude of things to come. Three months later. Your identification number is WKD-4496. Welcome to your new home. Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris lab facility 10 days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of RPD's famous STARS teams. Thank you.
Genau. Freunde, ja, das war doch mal eine richtig coole Cutscene, oder? Findet ihr nicht? Ja, also das, was ich gerade eben schon erzählt hatte, ne? Wir sind auf einer einsamen Insel tatsächlich gefangen. Und während der Suche nach Chris Redfield, unserem Bruder, wurden wir hier festgenommen von Umbrella und wir müssen jetzt hier scheinbar entkommen. Und das war eine richtig coole Aktion, wo Claire da dreimal auf das brennbare Fass geschossen hat und dann die ganzen Leute da weggeknallt hat. Cool. Gut, Freunde, mit dem Feuerzeug könnte ich besser sehen. Ja, hier sehen wir auch direkt mal das Inventar. Also es sieht alles schon deutlich moderner aus, muss ich sagen, als beim letzten Mal. Wir haben hier oben noch Dateien. Eine Karte haben wir auch. Eine Karte. Warum? Was zur. Hä? So. Ah, hier kommen wir wieder ins Menü zurück. Okay. Ach, mit Kreis. Ach du Scheiße, was ist das denn für eine Steuerung? Was ist das denn für eine Steuerung? Ah. Okay. Nee, das ist. Ach so, okay. Ah, nein, 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 nein. Okay, dann. Ja, jetzt haben wir hier auf einmal mit Kreis die Karte. Okay, auch nicht verkehrt. Ende. Okay, ja, Freunde. Wir sind Claire Redfield. Können hier laufen tatsächlich. Und das Menü machen wir auf. Nee, hä? Irgendwie bin ich gerade ein bisschen mit der Steuerung noch ein bisschen auf Kriegsfuß. Wartet mal, wie kommen wir denn jetzt? Ah, hier kommen wir ins Menü. Okay, alles klar. Spielanleitung. Ja, dann gucken wir uns das doch mal an. Spielanleitung. Untersucht sie alle Objekte. Ja, aber das sind halt so Sachen. Die schnelle 180 Grad Drehung. Das ist interessant. Drücken und halten sie gleichzeitig runter und die Abbrechen-Taste. Okay, nutzen Sie die Karte. Klettern, absteigen. Auf welche Stöcke können Sie hinaufklettern, beziehungsweise von Ihnen absteigen? Stellen Sie sich dafür vor, dass. Okay. Boxen am Metalldetektor. Alle Gegenstände, die Sie in einer solchen Gefängnis ablegen, können nicht mehr über das Inventar aufgerufen werden. Ja, okay. Gut. Jetzt habe ich es wieder. Ja, okay, kommt. So. Und raus hier. Ja, Freunde, willkommen zu Code Veronica. Wie gesagt, null Ahnung von dem Spiel. Und wir brauchen jetzt hier das Feuerzeug ausrüsten. So. Wer bist du, Kollege? This prison's been taken over. Troops have been wiped out. What are you saying? You're free to leave the complex. But you may as well know you have no chance of getting off this island. And what about you? What are you going to do? Don't worry about me. Ah ja, liebe Freunde. Sehr interessanter Typ. Nein, da wollte ich jetzt nicht hin. Sehr interessanter Typ auf jeden Fall. Da liegt Buddy. Pistolenpatronen American Wolf. Ja, gerne doch. Dankeschön.
Genau, Freunde, wir sind auf einer einsamen Insel und in einem Gefängnis. Viele verstreute Haare. Was? Und genau, spielen Claire. Claire sieht hübsch aus, schaut euch das mal an. Die sieht richtig hübsch aus. Hat auch noch dieselbe Stimme wie in Teil 2, finde ich gut. Und das wird quasi jetzt für die nächste Zeit mein neues Hauptprojekt. Montags, Mittwochs und Freitags kommt dieses Spiel. Blutstillmittel. Die Dosis leer. Ganz genau. Und wir müssen noch das Feuerzeug in der Hand. Da liegt ein Messer. Ja, nimm mal das Messer mit. Mit der Steuerung muss ich mich noch dran gewöhnen. Liste der Gefangenen. Ich stehe als letzter Stelle. WKD 4496 Claire Redfield. Am Ende des Textes steht der Name des Wächters. Umbrella Medizin. Paris. Leiter, dritter Wachdienst. Rodrigo Juan Chaval. Okay. Ja, also bis jetzt scheint das Spiel ja relativ gut zu laufen, muss ich sagen. Ich hoffe, das bleibt so. Mit meiner alten Kiste hier. So, was hast du? Seine Augen sind verschlossen. Er blutet noch. Ich sollte Blutstillmittel besorgen. Ja, aber hier ist doch... Ah, das ist leer, ne? Blutstillmittel, die Dosis leer. Gut. Aber da liegt doch noch so ein Donut da auf dem Tisch. Gibt's da noch was hier? Nee, okay, da kommt immer noch dasselbe. Gut, Freunde. Gibt's hier irgendwelche Shortcuts? Ja, für die Karte. Okay. Alles klar. Ja. Dann freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt hier tatsächlich bei Resident Evil Code Veronica. Wie es hier tatsächlich weitergeht. Und ihr habt eben gemerkt, ich habe die Aufnahme ein bisschen leiser gemacht. Speichern. Farbbänder. Die kennen wir. Ne? Eins. Ja, danke. Wir könnten einmal speichern. Wir können hier in Spielchen speichern. Ja, mach das mal. Komm, ihr Claire. Boah, das sieht richtig krass aus jetzt. Sequenz sieht richtig cool aus jetzt. So, keine Daten. Überschreiben. Ganz klassisch. Ist das nicht cool? Gefängnis. Genau, was haben wir hier? Nochmal Muni. Aber noch keine Waffe dafür. Gut, Claire. Karte. Okay. Ein L-förmiger Gang. Mal gucken, Freunde. Nochmal. Ja, ich nehme jetzt nach wie vor diesen Sonntagabend auf hier. 27.02. Ganz frisch mit der Sache in der Ukraine. Und wir haben hier eine schön klassische Ladesequenz. Das finde ich gut. Und einen Herzschlag. Warum haben wir einen Herzschlag hier? Oh, wo sind wir denn jetzt hier? Was zur... Okay. Was? Was ist das? Ein Transport-LKW. Benzin läuft aus. Ein toter Fahrer und sein Aktenkoffer sind zu sehen. Oh Gott. Ist ein bisschen arg dunkel gerade hier, ne? Aber wir sind hier auf irgendeinem Friedhof oder so. Oh mein Gott. Karte. Einfach nur ein... Oh Gott! Boah, hab ich mich erschrocken. Boah, hab ich mich erschrocken, ey. Boah. Ah ja, gegen die kann ich aber nichts machen gerade. Boah, hab ich mich erschrocken. Scheiße. Was ist jetzt? Ah, es hat sich aufgehangen. Verdammt, Freunde. Ich sag mal bis gleich. So, Freunde, da bin ich jetzt wieder bei der Szene. ja, ich musste ein bisschen was beim Plugin umstellen, aber warte mal, ich hoffe, dass ich den hier entkommen kann. Oh, Gott sei Dank. Puh, alles klar. Mein Gott, Freunde.
Oh Mann. Ja, ich muss ja tatsächlich da was beim Plugin umstellen. Keine Ahnung, ob ich da jetzt auf der, in der, bei der Stelle irgendwas vergessen habe. Ich hoffe nicht, ey. Ich würde sagen, ich gehe nochmal zurück. So mutig wie ich bin. Und ich hoffe, dass ich da nicht irgendwas vergessen habe. Bei der Stelle. Also da kann man in diesem Spiel. Da kann man auch messern, aber. Nee, ich komme da nicht rein, ne? Ist da bei dem Auto noch irgendwas? Wartet mal. Da laufen die Zombies rum. Guck mal, wie die aussehen. Ja, die sehen richtig krass aus. Wartet mal. Kann man hier vielleicht messern? Ah nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das ausrüsten. So. Und dann hier. Zielen ist wo? Zielen ist wo? Verdammt. Oh Mann, Freunde. Ich weiß auch nicht mehr, wo man hier zielt. Das ist ja wohl echt. Oh Gott. Okay. Ich hoffe, dass da nichts war. Ne, auf der einen anderen Seite. Ne, das ist die Karte nur. Wo zielt man denn hier? Hier kommt man nur ins Menü rein. Das verstehe ich gerade. Wo zielt man denn? Na gut. Wartet mal, wir haben doch noch ein Pause-Menü, ne? Wartet mal. Typ B. Hallo? Es ist gerade ein bisschen. So. Okay, Angriff. Ach. R1 ist zielen. Ah, okay. R1 ist zielen. Ah, okay. Gut. Dann ist das hier also dann. Alles klar. Oh, da ist noch eine Cutscene. Was ist das denn für einer? Was zur Hölle? Das hat er uns verwechselt oder was? Sorry about that little misunderstanding, but I thought you were another one of those monsters. Shut up. Make one wrong move and I'll shoot. Relax, beautiful. I said I was sorry. My name's Steve. I was a prisoner on this island. And I'm guessing you're not from Umbrella either. No, I'm Claire. Claire Redfield. Claire? Nice. I'll remember that. Hey, I heard there's an airport around here. Once I find it, I can finally escape from this crazy island. I'll see ya. Hey, wait up! Don't want you following me, lady. You'll only slow me down. Ja, ist klar, Kollege. Wenn, dann helfe ich dir aber aus der Scheiße, nicht du mir. Ah, und guck mal, wir haben unsere Pistole. Wir haben unsere Pistole. Aber wir können irgendwie nicht. Wartet mal. Ich drück doch hier die ganze Zeit. Ah, da ist es. Da ist es. Okay, alles klar. Gut, dann hier hinten. Also. Ah, okay. Cool. Das heißt, ich muss vor der nächsten Aufnahme nochmal die Tastaturbelegung ein bisschen ändern. Weil ich spiele es tatsächlich auf der Tastatur, deswegen. Gut. Da müssen wir erstmal noch nicht hin. Ich guck erstmal nochmal mich hier ein bisschen um, weil vielleicht haben wir hier noch irgendwo Munition oder so rumliegen. Wir haben auf jeden Fall letztendlich unsere Handgun. Offenbar ein Mülleimer.
Wir könnten nochmal zurück, aber ich weiß halt nicht, ob da noch was ist, ne? So, hat der irgendwas? Ah, sehr gut. Munition. Sehr schön. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder fast am Folgenende angekommen. Ja, tatsächlich, Freunde. Dann würde ich einfach mal sagen, ja, wartet mal, ist da unten noch was? Bei der Tonne? Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like und ein Abo da. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und genau hier. Und so schließen wir also. Okay. Und genau, liebe Freunde, würde ich einfach mal sagen, ja. Wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, dann kommt gerne auf meinen Discord-Server. Der Link ist in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ja? Tschüss.